Für die SPD-Fraktion spricht nun der Kollege Dr. Sascha Raabe. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zwar sind aller guten Dinge drei, das ist jetzt meine dritte Legislaturperiode, aber seit ich seit 2002 dabei bin und seitdem ja auch immer im Entwicklungspolitischen Ausschuss, habe ich schon an vielen Debatten teilgenommen zu dem Thema. Aber es ist heute schon etwas eine skurrile Situation, denn normalerweise hätte ich hier gar nicht sprechen können zu einem Entwicklungsminister, sondern hätte dort nur Herr Westerwelle gesessen, noch der Verteidigungsminister, hinten hätten nicht mal Mitarbeiter vom Entwicklungsministerium gesessen, sondern vielleicht ein Abteilungsleiter des Auswärtigen Amtes, der noch so ein bisschen Zuständigkeit für Entwicklungsarbeit gehabt hätte. Und es kann doch eigentlich nicht sein, dass ausgerechnet die Partei, die in den Koalitionsverhandlungen das Ministerium abschaffen wollte, nur den Entwicklungsminister stellt. Das ist ein schlechter Witz und das werden wir auch in der Öffentlichkeit so deutlich machen. Und die personelle Besetzung, Herr Niebel, bei allem Respekt, es gibt auch andere Minister, die mal in ein Amt kommen, Sie sagten es ja selbst, und Anfänger sind und sich dann bewähren. Aber ich hatte Ihnen vorhin in der Zwischenfrage schon gesagt, jemand, der in den letzten Monaten immer damit verbracht hat, Stammtische zu bedienen und gegeneinander auszuspielen, zum Beispiel Lehrer, die wir in Deutschland brauchen, gegen Lehrer, die wir in Afrika genauso dringend brauchen, und dann immer wieder sagt, dass dort Steuergelder verschwendet werden, wenn man Geld nach Afrika gibt, und nun heute sich als Anwalt der Ärmsten, der Armen hier als Minister darstellt, das ist unglaubwürdig und das zeigt, wie wenig Ihnen in Wirklichkeit diese Arbeit wert ist. Aber den Dienstwagen und den Posten wollten Sie natürlich dann haben, da sind Sie Minister geworden. Und wenn ich den Kollegen Außenminister dort gerade lächeln höre, ich erinnere mich in den wenigen Jahren, in denen ich hier dem Hohen Hause angehöre, auch an Generaldebatten zum Haushalt, wo Herr Westerwelle als Fraktionsvorsitzender der FDP eingestiegen ist in die Debatten und gesagt hat, als allererstes zum Haushalt wohlgemerkt, ja, der Haushalt ist ein ganz schlimmer, weil dort Millionen an China verschwendet werden, an Indien verschwendet werden und immer wieder als Argument, hier werden Steuergelder verschwendet in Länder, die es bitter nötig haben, weil man so getan hat, als würden wir dort der Regierung irgendwelche Mittel geben, die sie unsinnig verwendet, aber gar nicht hingeschaut wurde, dass es darum ging, Klima, Umweltschutz, Energieeffizienz zu verbessern. Und wenn wir jetzt kurz vor Kopenhagen nicht verstehen, dass wir in Ländern, die über 2 Milliarden Weltbevölkerung haben, nicht auch darauf achten müssen, dass wir dort auch Anreize setzen, dass dort Energieeffizienz mit Rohstoffen sparsam gehaushaltet wird, dann können wir das Weltklima doch ganz abschreiben. Deswegen sage ich, Schluss mit dem Populismus, endlich mal die Probleme ernst nehmen, sowohl des Klimas als auch der Entwicklungszusammenarbeit. Und dann können wir vielleicht irgendwann zusammenkommen, Herr Entwicklungsminister. Der Koalitionsvertrag, ich will da auch an einer Stelle ihn fair bewerten, der hat einen entwicklungspolitischen Teil und dieser entwicklungspolitische Teil trägt auch die Handschrift zum Teil sehr stark unseres ehemaligen Koalitionspartners, auch der Union, in der durchaus Sätze drin sind, die wir auch vorher mit unserer Ministerin Heidenbrücherie Zeul und als SPD mitgetragen haben. Aber im außenwirtschaftlichen Wirtschaftsteil ist zum Teil eben das genaue Gegenteil von dem, was in dem entwicklungspolitischen Teil drin steht. Und da ist es einfach unglaubwürdig, wenn man sagt, man will in Entwicklungsländern die Wirtschaft so gestalten, dass dort Hilfe zur Selbsthilfe möglich ist und dann gleichzeitig aber dafür sorgt, dass eben alle Schutzzölle eingerissen werden, dass dort Kleinbauern, die jetzt schon größte Schwierigkeiten haben, ihre Produkte an den Märkten zu verkaufen, dass die dann überschwemmt werden sollen mit Agrarprodukten aus Europa, aus den USA, ohne jede Schutzmöglichkeit. Und wir haben ja danach die Landwirtschaftsdebatte und Frau Ministerin Aigner ist ja auch schon da. Sie haben auch dort in Europa nicht verhindert, dass zum Beispiel jetzt wieder für Milchexportsubventionen, für Milchpulver aus Europa Subventionen gezahlt werden. Und da ist keine Kohärenz bei Ihnen drin. Sie reißen mit Ihrer Handelspolitik das wieder ein, was wir mühsam in vielen Jahren aufgebaut haben. Und lassen Sie mich als letzter Kritikpunkt noch mal das Versprechen nehmen, was wir als deutsches Parlament den Menschen gegeben haben auf der Welt, nämlich, dass wir die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit bis 2010
auf 0,51% des Bruttonationaleinkommens steigern wollen. 0,7 2015. Das haben wir in Europa gemeinsam vereinbart. Und die Kanzlerin hat auch immer wieder zu diesem Ziel gestanden. Und deswegen werden wir genau hingucken beim Haushalt 2010, ob sich das widerspiegelt. Und ich frage mich, wie die FDP, wie Sie das erreichen wollen, wenn Sie sagen, aus den CO2-Emissionserlösen soll eben kein Geld mehr dafür verwendet werden. Ich frage mich, wie Sie das erreichen wollen, wenn Sie dieses Versprechen brechen. Und das sage ich hier als Schlusssatz ganz im Ernst. Das haben Sie nicht nur 80 Millionen Deutschen gegeben. Und es gibt viel mehr Deutsche, als Sie denken, die in kirchlichen Organisationen organisiert sind, die in eine Weltläden ehrenamtlich arbeiten, die in kleinen Hilfsorganisationen, auch an Schulen, sich für arme Menschen interessieren. Sie haben dieses Versprechen aber auch 3 Milliarden Menschen gegeben, die von weniger als 2 Dollar pro Tag leben, und 1 Milliarde Menschen, die jeden Tag vom Hungertod bedroht sind. Und wenn Sie dieses Versprechen nicht einhalten, im nächsten Jahr in dem Haushalt 0,51% Mittel einzustellen, dann ist das die größte Wahllüge gemessen an den Menschen, denen Sie das Versprechen gegeben haben, die es je gegeben hat in der Geschichte dieser Republik. Und deswegen werden wir darauf gucken, und in diesem Sinne werden wir eine feurige, kritische Opposition.